So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war nämlich im Casus, seinem Lieblingseinkaufssender, so kommt es mir vor, der Lidl. Vielleicht hat er auch nichts anderes in der Nähe. Und im Lidl habe ich was gefunden, das möchte ich euch mal zeigen. Das sieht so genial aus. Das ist ein Eimer, ne? Ein Pappeimer mit einem Hühnchen drauf. Das ist aber kein Popcorn, das ist ein Chicken Bucket. It's Chickenlicious steht da drauf. Und da sind ganz viele Hähnchenteile drin plus Soßen. Da steht 200 Gramm Chicken Bites, 200 Gramm Chicken Krispies, 250 Gramm Chicken Wings Hot. Dann Curry Dip und Süß-Sauer Dip jeweils auch zweimal. Und das Ganze ist nicht pikant und nicht feurig, sondern scharf, Stufe 2. Wie gut das ist, ob das schmeckt und wie man das überhaupt warm macht, weiß ich gar nicht. Steht nämlich überhaupt gar nichts drauf. Ich meine, das kann man bestimmt in die Mikrowelle tun, dann wird das richtig eklig. Das kann man bestimmt aber auch... Ah Mann, wie machst du denn... Wie mache ich das denn auf, wenn ich den Klebestreifen hier abmache? Geht ja der ganze Deckel mit ab, das ganze tolle Bild, was hier oben dran ist. Das kann man bestimmt in der Mikrowelle machen, das kann man bestimmt auch im Ofen machen. Ich denke mal, es wäre vielleicht schlauer, es im Ofen zu machen. Jetzt zieht es hier den ganzen Eimer auch noch kaputt. Ich dachte, vielleicht kann ich den Eimer ja irgendwie aufheben, aber der Eimer ist jetzt auch zerbröselt. Das sind Chicken Bites wahrscheinlich. Eine Tüte Chicken Bites. Eine Tüte Chicken Wings. Eine Tüte, ich habe keine Ahnung, das sieht alles komplett gleich aus. Auf jeden Fall habt ihr hier noch zweimal Dip drin, zweimal süß-sauer und zweimal Curry-Dip. Das ist alles in diesem super Becher im It's Chickenlicious Chicken Bucket Eimer drin. Toll. Das sieht aber wirklich alles gleich aus. Also was ist das, was ist das, was ist das? Es ist alles so extrem paniert, dass man einfach gar keinen Unterschied mehr sieht, bei gar nichts. Und wir jetzt einfach diesen Eimer hier übrig haben, mit nichts drin. Weiß auch nicht, wie ich das in Szene setzen soll. Wir packen einfach alles wieder hier rein, breiten das jetzt mal auf einem Backblech aus, legen das mal ein bisschen in den Ofen rein und gucken dann mal, wie das schmeckt, wenn das fertig ist. Dip ist dabei. Ich werde den Dip jetzt so benutzen, wie er hier ist. Ich verzichte mal auf wilde Experimente. Wir haben süß-sauer und Curry. Wenn ihr das auch schon mal gesehen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich pack's jetzt in den Ofen. So, ihr seht das Ganze jetzt mal aus der Ich-Perspektive. Drei Beutel sind. Ich habe die jetzt auch mal hier schon aufgeschnitten, dass man das nochmal sieht. Also Chicken Bites, Chicken Krispies, Chicken Wings, Hot. Dieser Beutel hat keine Prägung. Ich tue das jetzt mal hier rüber. Ihr könnt mir da mal sagen, was das ist. Sieht auf jeden Fall aus wie alte Kartoffeln oder Ingwer. Dieser Beutel hat auch keine Prägung. Und warum ich das die ganze Zeit sage, werdet ihr gleich sehen. So, das ist ein bisschen farbenfroher, nicht so alt und grau und abgepappt. Und dieser Beutel, der dritte, da steht einfach überall drauf, It's Chickenlicious. Und es ist ein Hähnchen drauf. Also dieser Beutel sieht sehr gut und hochwertig aus. Den schmeißen wir jetzt auch hier rein. Jetzt fällt auch alles runter. Jetzt versuchen wir es noch irgendwie zu verteilen. Ich glaube, das sind die Chicken Wings. Weil wenn man hier so reinguckt, sieht man da ja ungefähr noch so Knochen. Artischatz, nein. Den Rest versuchen wir auch zu verteilen. Es ist alles schmierig, es ist alles pappig, es ist irgendwie richtig abartig und widerwärtig. Und trotzdem schmeißen wir das hier vorne hin, lassen uns da jetzt nicht abschrecken und guck mal, wie schön das gleich verteilt ist, wenn wir fertig sind. Gleich nochmal Hände waschen, obwohl beim Essen tut man sich ja eh das Zeug ran, aber das fühlt sich auf jeden Fall alles richtig komisch an. Irgendwie richtig wie Gummi, wie schleimiger, schmieriger, alter Kack-Gummi. Aber ich habe noch nie bei KFC ein Chicken Bucket gehabt. Das ist jetzt hier die Low-Budget-Variante wahrscheinlich. Der Chicken Bucket von Lidl mit, ach was weiß ich. So, dann tun wir das Ganze mal in den Ofen rein. Machen den Ofen auch mal an überhaupt, dass der mal Licht hat und melden uns später mal zurück, wenn es wahrscheinlich fertig ist. So, jetzt bin ich zurück. Das Hähnchenzeug ist eigentlich fertig, aber ich bin komplett verwirrt, weil ich habe nur noch zwei Dips. Ich habe die Dips, so wie ich bin,
die Dips hier liegen lassen auf dem Schränkchen, also auf dem Gefrierschrank. Ich war im Bad, ich habe 3 Unboxing-Videos aufgenommen. Adi sollte mit, der ist nicht mitgegangen. Ich komme wieder, da stand nur noch ein Dip von 4 Dips hier auf dem Schrank. Diesen Dip, da sind auch 2 Bisse drin, der lag hier unten, der ist hier runtergerutscht, der lag hier hinten. Den hat er wahrscheinlich angebissen, wollte mitnehmen, ist runtergefallen. Konnte ich retten, habe ich gefunden, aber das waren 2 und das waren auch 2. Und jetzt ist nichts mehr da. Also irgendwo hat der Adi einen süß-sauren Dip hin und einen Curry-Dip. Ich habe mich überall schon umgeguckt. Ich habe hinter dem Schrank geguckt, ich habe da drüben geguckt, ich habe da unten geguckt, ich habe im Schlafzimmer geguckt. Ich habe ihn nämlich im Schlafzimmer hinter dem Schrank gefunden, da saß er einfach dort und hat geguckt. Da liegt auch nichts. 2 Dips sind weg, 2 Dips sind verschollen. Die möchte ich jetzt trotzdem mal aufmachen, mal probieren. Wir haben nämlich jetzt hier unseren Hähnchenteller. Ich muss mal gucken, dass ich genau noch dann weiß, was ist. Ich habe es jetzt nicht hier reingemacht in diesen Eimer. Ich habe es jetzt hier halt auf diesen Teller gemacht. Der Eimer sieht ja trotzdem ganz cool aus. Vielleicht kann man den aufheben und kann da trotzdem was anderes reintun. Hätte ich den jetzt zugesaut, hätte ich das nicht machen können. Das ist der Eimer. Warte mal, wir können den Dip hier vorne noch drauflegen. So sieht das noch besser aus mit dem Hähnchen-Eimer dazu. Ich sehe, der Akku ist auch gleich leer. Ich muss den Akku nochmal wechseln, bevor ich es dann probieren kann. Ja, Adi, das ist schön. Zeig mal, wo die Dips sind. So, ich habe den Akku ausgetauscht. Ich möchte jetzt direkt mal anfangen. Und zwar mit hier hinten in der Ecke gibt es nämlich irgendwas Undefinierbares. Ich weiß nicht, was es ist. Entweder sind es Chicken Bites oder Chicken Krispies. Ich probiere einfach mal einen so. Naja, wirkt natürlich jetzt sehr trocken und staubig. Besteht fast nur aus Kruste. Also du merkst ein bisschen Hähnchengeschmack, okay, aber es ist irgendwie halt mega trocken. Dafür hast du ja eigentlich die Dips. Ich habe gerade mal versucht, den Dip hier aufzumachen. Ich glaube, da musste wirklich Wrestler sein, um den aufzukriegen. Das ist so bombenfest, das geht überhaupt gar nicht. Jetzt habe ich mit Mühe und Not es probiert, habe es ein Stück aufgerissen, wie beim Sahne, wie bei der Kaffeesahne. Ist aber einfach nur so ein Nipper ab, mehr nicht. Das soll auch nicht so sein. Ich glaube, bei dem zweiten, ja, beim Curry-Dip, mal gucken. Ach, das geht oder was? Der Curry-Dip lässt sich richtig gut öffnen, der süß-saure Dip nicht. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal mit Dip und schauen mal, wie es dann schmeckt. Also die Currynote vom Curry-Dip ist sehr genial, schmeckt wirklich gut. Aber insgesamt das Ding, weiß ich nicht, ist mir immer noch viel zu trocken, viel zu lasch, viel zu viel Panade da dran, sonst wie. Lieber wahrscheinlich doch Chicken Nuggets, dann weiß ich, ist was ganz anderes. Ich finde es bis jetzt auf jeden Fall noch nicht so toll. Wir gehen mal auf die andere Seite. Das müssten dann also jetzt entweder Bites oder Crispy sein. Je nachdem, was das war, ist das ja was anderes. Probieren das mal so. Schmeckt ein bisschen muffig, schmeckt ein bisschen staubig, aber schmeckt auf jeden Fall nicht angenehm. Da war das erste besser, obwohl das erste schon nicht wirklich gut war. War das erste besser als das zweite. Wir probieren mal einfach jetzt auch hier diesen süß-sauren Dip dazu. Ich meine natürlich, wir probieren den Curry-Dip, weil den süß-sauren haben wir ja immer noch nicht auf. Ich weiß auch nicht, ob wir das überhaupt noch hinkriegen. Also mit Dip, ja, schmeckt es besser, nämlich eben nach dem Dip, aber ansonsten ist das Ding, dass das quietscht sogar an den Zähnen, das quietscht an den Zähnen wie so Gummi. Wir können trotzdem mal probieren, wenn wir mit so einem Teil in den süß-sauren Dip reingehen, uns einfach dazwischen jetzt hier rummatschen, durch die Packung durch. Boah, was ist das denn? Also ich esse wirklich gern süß-sauer, so beim Chinamann oder irgendwas, auch bei McDonald's. Kennst du süß-sauren Dip? Alles immer richtig toll, richtig lecker, aber das süß-sauer. Ich habe noch nie so einen Dip gehabt, der süß-sauer sein will, aber einfach nur total ranzig und komisch schmeckt. Also auf jeden Fall ist der Curry-Dip die bessere Wahl. Nehmt kein süß-sauer Dip, der schmeckt richtig komisch. Ich muss natürlich trotzdem nochmal jetzt da reintunken. Nämlich mit dem anderen Teil, mit dem
Bites oder Crispies, je nachdem, was das ist, nochmal in diesen super genialen, herzhaften Dip, wo du es hier kaum rauskriegst. Das hat so einen extrem komischen, unnatürlichen Geschmack, dieser Dip schon alleine. Und dann hier dieses muffige Teil dazu. Das war jetzt wieder das erste, das war ein bisschen besser, aber insgesamt würde ich jetzt nicht sagen, dass das gut schmeckt oder dass das köstlich ist. Wir haben natürlich noch unsere Chicken Wings übrig, die natürlich auch größer sind, wie man sieht. Ihr habt hier gleich so einen ganzen Prügel dabei. Wir beißen mal so in das Chicken Wing rein. Also ein was es verspricht, es steht wenigstens dabei, Chicken Wings Hot. Du merkst, wenn du hier reinbeißt, direkt wie eine Schärfe im Mund entsteht, das ist ein Pluspunkt. Aber ansonsten besteht das Teil auch wieder zu 90% nur aus Panade, richtig extrem trockener, eine gummiartigen Panade, nicht wirklich lecker, nicht wirklich angenehm zu essen. Du hast wenig von dem Hähnchenfleisch inne drin, es schmeckt halt irgendwie total, weiß ich nicht, total unangenehm, total nach nix irgendwie. Jetzt hast du da ein bisschen Fettgeschmack kombiniert mit komplett trocken und scharf, also das kenne ich alles anders. Ich kann ja mit dem auch mal hier irgendwie reintunken oder versuchen reinzutunken. Ach Adi, du brauchst gar nicht so gucken. Das sieht aus, aber das ist nicht so, wie es aussieht. Also auch hier, ich weiß nicht, da gönne ich mir, glaube ich, lieber einen Broiler, also ein Brathähnchen, wenn am Donnerstag immer Markt ist, womit da ein schönes Brathähnchen mit Haut, mit schön fettiger Haut dran, die schön würzig schmeckt auch, mit schön weißem, magerem Fleisch dran, als hier dieses undefinierbare Etwas zu haben, was einfach nur irgendwie scharf ist gerade, aber irgendwie du gar keinen richtigen Geschmack hast, diese komische Panade alles zunichte macht. Auch die Dips sind jetzt nicht so toll, der Rest ist nicht so toll. Ich bereue gerade wirklich, dass wir das mitgenommen haben, aber ich schmeiße es natürlich nicht weg und versuche das zu essen, aber ich werde mir andere Dips dazu suchen. Habt ihr das trotzdem schon mal gesehen? Es ist vom Lidl, steht drauf. Kesto, wenn du das siehst, würde mich komplett mal interessieren, wie dir das schmeckt, dieser Chicken Bucket, dieser Eimer Chicken Zeug mit Bites, mit Crispies, mit Chicken Wings, Hot, wie dir die schmecken. Du hast eh einen anderen Geschmack als ich, das weiß ich. Vielleicht sagst du, richtig genial, gerne wieder. Ich brauch's nicht nochmal. Ich bin enttäuscht. Lieber ein paar Spicy Nuggets von McDonald's, gerade wo es diese drei scharfen Soßen dazu gab. Das ist jetzt nicht das Gesündeste, was man essen kann, hin und her. Es ist einfach nur Pframpf. Trotzdem ist das Pframpf, der mir persönlich besser schmeckt, den ich besser essen kann und bei dem du nichts falsch machst, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Hast du nämlich für so ein 20er Spicy Chicken Nugget Ding so viel bezahlt wie für so einen Eimer, aber hast halt, naja, ekelst dich schon ein bisschen davor. Der Geschmack ist einfach, boah. Ist nicht mein Ding gewesen. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr so schon mal einen Chicken Bucket gegessen oder geht ihr gerne zu KFC? Vielleicht soll ich wirklich mal zu KFC und mal dort einen richtigen Eimer essen, damit ich weiß, was richtig gutes Hähnchen ist und Geflügel. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.